Das Gute ist jedenfalls, natürlich in dem Alter verliebt man sich schnell wieder und dann ging das immer so ein bisschen hin und her und seinen unrühmlichen Höhepunkt fand es mit Lara. Lara war eine junge Frau, die ich damals sehr verknallt war und ich habe ihr ein Lied geschrieben und ich habe es tatsächlich aufgeführt, also nicht so du wie du, so ich habe so getan, als hätte ich einen Auftritt, sondern ich hatte einen Gig mit meiner Band und habe gespielt. Stopp, ganz kurz, wer William Wahl nicht kennt, wenn William Wahl, der hatte einen Gig mit der Band. Meint ja Konzert mit dem A Cappella-Ensemble. So, da wollen wir ein bisschen einsortieren, das Ganze. Nichts. Ja. Nichtsdestotrotz, es war in Bonn im Pantheon 280 Leute, nicht so eine Puppelsveranstaltung wie heute Abend. So, es war richtig voll. Und sie saß im Publikum, ich habe das Lied halt vorgesungen und ich spiele kurz vor. Bitte, ja. Schönste Frau der Erde, was ich ihr auch sagen werde, doch nicht unbedingt schon heute, denn auch bei Lara wird sowas schnell gefährlich. Also bleibe ich unehrlich bis zum Tag, an dem ich sehe, dass sie mich mag, dann sage ich, Lara, bei mir liegst du bequem, du solltest mit mir gehen. Und so weiter und so fort. Jedenfalls gesungen, Leute auch schön applaudiert und sowas und dann war ich auf dem Rückweg mit ihr zusammen im Auto und sie hat nichts, kein Sterbenswörtchen gesagt, nichts dazu. Und am nächsten Tag habe ich auch nichts von ihr gehört, am zweiten Tag war auch nichts. Wie lange seid ihr denn von Bonn nach Köln gefahren? Das ist auch irgendwie so. Nightliner, oder? Nein, mit der eigenen Karre. Und am vierten Tag habe ich ein Herz gefasst und sie angerufen und gefragt. Und habe ich auch da jetzt nicht den Mumm gehabt zu sagen, so, wie sieht's aus? Sondern habe so gesagt, ja, heute Mensa-Essen war ja nicht so doll und so. Und der Prof so und so, bla bla bla. Ach, und übrigens fällt mir gerade ein, wie fandst du das? Ja, so war das. Hast du so gemacht? Ja, so habe ich gemacht. Subtil. Und dann sehr subtil. Und dann hat sie gesagt, ja, sie hätte das auch schön gefunden, aber leider könne sie dazu nichts sagen. Und das war der Moment, in dem ich aufgehört habe, Lieder, in die ich verliebt habe, Frauen, in die ich verliebt habe, Lieder zu schreiben. Also ich habe noch Lieder geschrieben, aber die habe ich dann nicht mehr gezeigt, weil ich gemerkt habe, dass diese Form von Kaltakquise nichts bringt. Dass das so hinzugehen und zu sagen, du bist toll und ich will dich. Und ich verstehe es auch ein bisschen, weil man hebt die Frauen und man hebt Frauen auf so totales Protest und sagt, ja, so, stimmt. Ich schreibe ein Lied für dich und du bist so toll und ich bin und ich freue mich so. Und man muss im Gegenteil, muss man sich sagen, ich bin der Preis. Nicht irgendwie, du bist, ich bin der Preis. Ja, alle, sorry, aber so ist es halt. Wenn vielleicht mal alle Männer hier im Publikum sagen, ich bin der Preis. Das nein, dass ich der Preis bin, das wäre vielleicht, dass ich der Preis bin. Wir sagen alle auf drei, William, du bist der Preis. 1, 2, 3, William, du bist der Preis. Wie schön. Oh. Ja. Also einmal habe ich, ein Lied gibt es noch, das ich in Vorbereitung, also es ist fast fertig geschrieben eigentlich. Okay. Und damit werde ich es nochmal versuchen. Aber es ist halt ein bisschen anders. Es sagt zwar, du bist toll, aber ich bin auch toll. Also, wir sind beide toll. So in der Art. Und für wen hast du das geschrieben? Noch für niemand Bestimmtes. Es liegt fertig in der Schublade. Und es spielt in einer Bar, weil die meisten Frauen lernt man in der Bar kennen. Und dann kann man hingehen und sagen, das Lied ist für dich. Okay, aber nur ganz kurz. Und ich würde gerne, du musst ja auch irgendwie rausfinden, ob sie Single ist. Jetzt will ich, darf ich, kommt darf das Buch? Ja, darf ich das? Sehr schön. Ja? Ah ja, es wäre eigentlich ist es später dran, aber Jens, ich sehr schön, dass es ich jetzt schon. Mein Goldschatz, das dein Goldschatz. Ja. Von Marie Papillon, unwiderstehlich flirten. Ja. Und der Schöne an der Geschichte ist, Jens hat das Buch. Stopp, das wollten wir nicht erzählen. Wir nicht, aber ich wollte es so erzählen. Jens hat das Buch geschenkt bekommen von seinem BWL-Lehrer. Mit Widmung. Mit Widmung. Jens, das sagt Marie Papillon. Bitte. Du musst ja irgendwie rausfinden, ob die Frau auch Single ist, nicht wahr? Und hier sagt sie, versuchen Sie es mit Sätzen wie, hat Ihr Mann auch diesen Film gesehen? Oder, ich würde gerne Ihren Mann kennenlernen und seine Chance zu diesem Thema hören. Ist Ihre Gesprächspartnerin nicht verheiratet, wird sie sicherlich sofort korrigieren, voilà. Da steht voilà kursiv mit Accent Graf. Ich fange mal an, ne? Ja, bitte. Die Luft zum Schneiden. In 100 Stimmen wird geredet und gelacht. Ich lass mich treiben, tausendste Bein, tausend einer Nacht. Blicke schweifen, ziellos durch den Raum bis irgendwann. Zwei sich streifen und auf einmal halten sie wie unter Bann. Einfach an. Hast du das nicht auch gespürt? Wie in einer einzigen Sekunde alles im Moment gefriert. Sag, wie lang ist eine Stunde, als hätte Hollywood seine besten Spezialisten heute Nacht nur
überlisten und uns aus dieser Welt entführt. Hast du das nicht auch gespürt? Was? So schlimm! Das geht gar nicht. Ja klar, der erste Reihe schmilzt dahin natürlich. Weil das, nee, pass auf. Wo ist das Problem? Ich komme mal so ein bisschen zu dir. Ich schau mal die Rahmen so ein bisschen rüber hier. Pass auf. Also erstmal, ich neige da auch zu. Aber du musst dich aufrecht hinsetzen. Nicht so, wie das er sagt. Aufrecht hinsetzen, die Augen schön groß, hast du mir auch gerade erzählt. Und dann, wie soll ich sagen, ohne dir weh zu tun. Du singst wie ein Eunuch, William. Das ist ja nur Quatsch. Du singst Stimme. Wie ein Eunuch. Tiefer. So, und wir... Komm, das ist ein Halbton gewesen. Oh, ja, hab ich nicht gelernt. So, denk dran, du bist das Alpha, du bist der ja. Löwe. Okay. Mama. Ja, komm. Also, nochmal. Die Luft zum Schneiden. In 100 Stimmen aufregend. Wird geredet und gelacht. Ich lass mich treiben. Tausendste Bein, tausend deiner Nacht. Okay, stopp, pass auf. Und jetzt wäre der Uhrentrick gut. Was? Pass auf, es kann ja sein, dass du irgendwo sitzt, in so einer Bar, und die Menschen, die du direkt vor dir siehst, sind überhaupt nicht spannend. Jetzt musst du irgendwie rausfinden, ob vielleicht die hinter dir sind, spannender sind. Ja, umdrehen halt. Ja, mach mal. Umdrehen. Ja, super unauffällig. Nee, pass auf, Uhrentrick. Ganz spannend. Stellen Sie sich vor, sitzen in einer Bar und die Leute vor Ihnen sind völlig uninteressant. Anstatt sich unverblümt umzudrehen und die anderen zu mustern, können Sie den Uhrentrick anwenden. Täuschen Sie vor, dass Ihre Uhr nicht geht, indem Sie auf das Glas klopfen und Sie dann ans Ohr halten. Mit dem Handgelenk am Ohr drehen Sie den Kopf dann leicht zur Seite und neigen ihn zurück. Auf diese Weise können Sie am Blick auf Leute oder hinter Ihnen erhaschen, ohne neugierig zu erscheinen. Mach mal. Das ist Knight Rider. Das ist so? Ja, so. Okay. Mach nochmal. Tiefer. In Luft zum Schneiden, in 100 Stimmen wird geredet und gelacht. Ich lass mich treiben. Tausendste Bein, tausend deiner Nacht. Okay, hier ist der Uhrentrick. Blicke schweifen. Ich seh dich da stehen. Ja. Ich entscheid mich, nach dem nächsten Bier zu dir rüber zu gehen. Stopp. Was ist das denn? Winken, du winkst ständig ich jetzt. Ich winke so, das ist wesentlich männlicher als... pass auf, nee, aber hab ich von dir gelernt. 3-Sekunden-Regel. 3-Sekunden-Regel. Wenn dir eine Frau... Ja. 3-Sekunden-Regel. Wenn einem eine Frau gefällt, muss man innerhalb von 3 Sekunden hin. Erstens, damit man nicht zu nervös wird. Und zweitens, wenn die Frau gesehen hat, dass sie einem gefällt und dass man hinkommt, denkt sie sich, der findet mich gut, der kommt und er holt mich. Richtig. Okay. Nochmal. Auf geht's. Tiefer. Blicke schweifen, nein, die Luft zum Schneiden. In 100 Stimmen wird geredet und gelacht. Und ich lass mich treiben. Tausend zu Bein, tausend deiner Nacht. Super, richtig. Blicke schweifen und ich sehe dich stehen an der Bar. Geh zu dir rüber und frage dich, bist du öfter da? Ach, keine bitte. Ahnung. Ich, das ist die Stelle, an der ich doch, nie weiß. Ja, aber man kann ja aufs Wort, pass auf, hier. Was sagt Marie Papillon? Das versuche ich auch gerade rauszufinden. hier. Sie sehen jemanden, der Ihnen gefällt. Ja? Sagen Sie, hallo Kerstin, wie geht's? Mensch, das ist ja ewig her, dass wir uns zuletzt gesehen haben. Sagt sie jetzt, sie heiße gar nicht Kerstin, sondern Janine. Erröten Sie und stellen Sie sich vor. Okay. Voila. Voila, nochmal. Ja. Blicke schweifen, ich sehe dich stehen an der Bar. Hallo Kerstin, wie geht's? Ach, du heißt ja gar nicht Kerstin, nee, voila. Hast du das nicht auch gespürt? In einer einzigen Sekunde alles im Moment gefriert. Sag, wie lange ist eine Stunde, als hätte Hollywood... Nein. Hollywood, du hast selbst gesagt, du bist der Preis. Hollywood ist viel zu hoch. Babelsberg. Nein. Und auch nicht Bottrop. Du musst Smalltalk mit dir machen. Das ist die Stelle, da weiß ich auch nicht Smalltalk, das ist, ist auf Terra Incognita jetzt. Ja. Jeder Ort liefert eine Vielzahl von Gesprächsthemen. Selbstverständlich können Sie auch über architektonische Details sprechen. Zitat, haben Sie die Holzschnitzarbeit in diesem Raum bemerkt? Fantastisch. Holzschnitzarbeit? Ja. Was steht da drin? Von wann ist das? 1938 oder was? Ja, ungefähr so alt wie du.
Und wenn ich dann das rausgefunden habe, was ist dann, wie kriege ich sie zum Rendezvous? Dann musst du quasi mit ihr, pass auf, hier. Ein Kaufhaus ist der perfekte Ort, um hier flirten zu üben. Bitten Sie zum Beispiel, Ihnen beim Einkaufen eines Geschenks für die Mutter zu helfen. Zum Beispiel Töpfe oder Pfannen. Töpfe oder Pfannen? Ja. Für die Mutter? Ja. Und vorher Holzschnitzerbein? Ja. Da musst du mir helfen? Ja. Ich finde diese Bar sehr schön. Wie sind die Öffnungszeiten? Hast du sie nicht auch gesehen? Die schönen Holzschnitzarbeiten. Übrigens hättest du Lust, mit mir einkaufen zu gehen. Das fände ich echt spannend. Ich brauche Hilfe beim Aussuchen für ein Geschenk. Für meine Mutter Töpfe und Pfannen. Jetzt Single-Check. Mich würde die Meinung deines Mannes dazu interessieren. Ach, du hast gar keinen Mann. Ey, voilà. Willst was Geld? Mach dich selten. Und tschüss. Wir machen Pause. Bis gleich.